Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video mit der BMW R1250 GS Adventure. Ich hatte mir ja dieser Tage noch etliche Zubehörteile bestellt. Pakete sind dann auch noch unterwegs, unter anderem von der Firma Wunderlich. Da hatte ich mir noch Kühlerschutze und Blinklichtabdeckungen bestellt. Durften auch noch die nächsten Tage eintrudeln. Und heute lag wieder ein weiteres Paket im Briefkasten. Und zwar ist das, ich packe es mal aus, ich habe es schon soweit vorbereitet, weil ich ja eh meistens immer alles einhändig mache. Und zwar ist das das originale Windschild von BMW, bloß halt getönt. Also es ist das normale serienmäßiger Windschild der 1250 GS. Aber halt die getönte Version. Es ist original. Hier ist die Nummer. Weil, falls es mich interessiert, original bei BMW bestellt. Und ich werde euch mal fix zeigen, wie das ausschaut. So. So schaut das originale BMW Windschild getönt aus. Es hat dann noch wie das durchsichtige, sehe ich gerade auch diese GS-Fräsung drinne. So. Und macht auch wie das normale Windschild einen wirklich sehr guten und hochwertigen Eindruck. Mir gefällt es in dem Sinne sehr gut und das werde ich danach auch austauschen gegen dem jetzt aktuellen Windschild, was ich fahre. Wie es danach auch ausschaut, kann ich euch ja danach auch mal in dem nächsten Video zeigen. Ich war ja gestern erst beim BMW Motorradhändler Kühnert in Schleiz gewesen. Werde danach halt aber nächste Woche dann quasi noch einmal hinfahren, um noch ein paar Einzelheiten danach zu klären, beziehungsweise noch ein paar andere Sachen dort zu kaufen, beispielsweise Handschuhe und noch ein paar Stiefel von BMW. Also BMW Handschuhe und BMW Stiefel werde ich mir danach noch zulegen und werde es aber gleich anprobieren und bei ihm danach halt im Shop kaufen. Ja, die Scheibe macht einen wirklich sehr guten, hochwertigen Eindruck. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ich denke mal, die wird danach halt auch top auf der neuen Maschine danach halt aussehen. Wie gesagt, das seht ihr dann nachher in einem nächsten Video, in einem weiteren Video von mir. So, liebe Freunde, das soll es jetzt auch erstmal wieder gewesen sein. So viel zur neuen Windschutzscheibe für die R1250 GS. Dann macht's gut, liebe Freunde. Bis zu einem meiner nächsten Videos. Macht's gut und tschüss.